1994 startete die regionale Arbeitsstelle für Ausländerfragen, Jugendarbeit und Schule, die RAA Brandenburg, ein groß angelegtes Projekt an der deutsch-polnischen Grenze. Erklärtes Ziel war es, die deutsch-polnische Grenze als Brücke und nicht als Trennlinie zwischen den Menschen diesseits und jenseits von Oder und Neiße zu gestalten. Als Botschafter wurden deutsche und polnische Kinder in der Altersstufe zwischen 8 und 10 Jahren ausgewählt, die freiwillig die Grundkenntnisse der Nachbarsprache erwerben sollten, die Kultur des Nachbarn kennenlernen und dies nicht nur in der Theorie. Ja, tschüss, mal sowas? Ja, na, wir haben Michelle Manja. Das heißt, also ich frage sie, wie heißt du? Und sie antwortet, ich heiße Manja. Alle zusammen. Der Bleistift. Ja, Mann. Seven Schlaf. Komm gut. Kaum. Moment. Am Sonntag. Gedächtnis, Budget, Tonga. Alle? Sebra. Naja, wir wollten nichts mehr, nichts weniger als die Verständigung zwischen Deutschen und Polen verbessern. Wissen, dass die Beziehungen zwischen Deutschen und Polen aus historischen Gründen ganz ungeheuer schwierig sind. Ja, auf beiden Seiten negative Vorurteile, Stereotype und zum Teil eben auch eine sehr belastende Geschichte, zumindest was aus der Sicht der Polen mit Recht. Dazu kommt, dass diese Grenze, die Oder, eine sehr neue Grenze ist und nicht wie andere Grenzen in Europa so eine durchmischte, lange Geschichte hat, wo die Menschen diesseits und jenseits der Grenze sich verheiratet haben, die Grenze auch mal ein bisschen verschoben wurde. Also dadurch, dass es eine neue Grenze ist, ist sie sehr, sehr scharf. Die Deutschen an der Grenze sprechen fast kein Polnisch und die Polen an der anderen Seite sprechen erstmal auch kaum Deutsch. Die haben das inzwischen in der Schule und sind auch interessiert, das zu lernen, aber sie sind nicht damit groß geworden. Ja? Und so wollten wir Interesse wecken, wechselseitig, an den anderen Menschen, aber auch an der anderen Sprache. Begegnungen zwischen den Partnergruppen, die eine wichtige Ergänzung zum Sprachunterricht sind, finden regelmäßig alle 6 bis 8 Wochen statt zwischen Partnergruppen. Das erfolgt eine ganz enge Kooperation zwischen den Leitern dieser Arbeitsgemeinschaften. Sie müssen sich absprechen, auch was sie inhaltlich im Sprachunterricht machen, damit man dann bei den Begegnungen das zusammenführen kann. Denn bei jedem Treffen soll auch eine Phase der Spracharbeit mit eingeplant werden. Spracharbeit als Sprachtandem, das heißt, jeweils ein deutsches und ein polnisches Kind setzen sich zusammen und lernen im Tandem. Sie sind abwechselnd Lehrer und Lerner und bringen somit ihren Lernprozess gemeinsam voran und haben viel Spaß dabei. Hier geht es nicht nur primär um den Spracherwerb, sondern auch darum, dass einzelne Kinder einander näher kommen. Hier werden über die Jahre enge Beziehungen aufgebaut, die dann auch nach der Arbeitsgemeinschaft noch weiter bestehen im Idealfall. Zunächst ist uns durchaus die Meinung begegnet, es ist eigentlich absurd, kein Mensch interessiert sich für Polnisch und nur an manchen Schulen war eine Bereitschaft, wenigstens mal zu versuchen, ob man Kinder finden kann, die mitmachen wollen. Und das Erfreuliche und Erstaunliche war dann, dass das Projekt dennoch sehr schnell gewachsen ist. Wir hatten es übrigens gleich ziemlich groß angelegt. Wir hatten gleich angelegt, ich habe in meinen Akten nochmal nachgeguckt, dass wir auf jeder Seite mindestens 30 Gruppen bilden. Nachher sind es dann 40 ungefähr geworden auf jeder Seite, also relativ groß angelegt.
und eine Beteiligung von Kindern auf jeder Seite ungefähr 500 schwebte uns schon am Anfang vor. Also wir wollten gar nicht so ein ganz kleines Projekt, sondern wir wollten ein Projekt, was spürbar in der Grenzregion dann auch Spuren hinterlässt. Die Begegnungen, die finden entweder an den Schulen der Kinder statt oder in den Wohnorten bzw. an Drittorten. Das heißt, die Kinder bekommen auch die Möglichkeit, das Land, das Nachbarland und das eigene Land näher kennenzulernen über die Begegnung. Sie fahren ans Meer, in die Berge oder in andere interessante Regionen. Das ist was Besonderes und die anderen Kinder, die kommen häufig, manchmal etwas frech und anmaßend, reißen die Tür auf und rufen auch mal in Scheiße oder Heil Hitler, weil sie ja dir sagen wollen, dass sie auch Deutsch können. Ja, ja, aber sie wissen alle, da ist jetzt Deutschunterricht und die lernen Deutsch und die kommen und gucken. Uczę się języka niemieckiego, żeby w życiu w ogóle mieć dobrą pracę i coś osiągnąć. Das hat schon seinen Stellenwert. Es hat seinen Stellenwert. Und auch wenn die deutschen Kinder mitkommen zu Tagesbegegnungen, dann essen wir ja in dem Speisesaal der Schule da gemeinsam immer Mittag und so. Was denkst du, wie die anderen dann stehen und gucken? Und so, das ist schon... Also das ist ein Ereignis für sie. Eigentlich hat das ganz viel mit meiner persönlichen Geschichte zu tun. Ich habe von 66 bis 70 hier am jetzigen Gymnasium 1 selber Polnisch gelernt. Wir haben damals uns immer gewünscht, dass wir öfter auch mit Polen zusammenkommen könnten, um die Sprache zu üben. Das ist immer nur einmal im Schuljahr, im Sommer, in einem Sprachlager gelungen. Und als sich nach der Wende dann die Möglichkeit bot, langsam Kontakte zu knüpfen, bin ich relativ zeitig von unserem Dezernenten für internationale Beziehungen angesprochen worden. Ich denke, das war schon 90 oder 91. Und dann ist eine Polin oder eine Deutsch-Polin, Alicia Flachmeier hieß die, rübergegangen. Und ich habe damals schon mit der Małgosia Kaminska Kontakte geknüpft. Im Januar hatte ich dann, Januar 94, bekam ich das Konzept für dieses Spotkania auf den Tisch von Hannelore Hiegel damals und die sagte, weil sie meine Interessen für Polnisch kannte, guck dir das mal an, wie findest du das? Und ich habe gleich gesagt, das ist es. Das ist das, was man versuchen muss mit Kindern, Begegnungen und Polnisch lernen, ohne dass es gleich knallharter Fremdsprachenunterricht ist. Was ich dabei nett und sehr sympathisch finde, ist die Tatsache, dass damalige Schüler von 1994 mich auf der Straße grüßen und Dzień dobry sagen, das ist sehr nett, wirklich. Besuche, die danach stattfanden, in beiden Teilen, sowohl in Deutschland als auch in Polen, die führten dazu, dass man das Leben kennenlernte. Unsere Nachbarn, die Kinder lernten das Leben kennen und waren oftmals erstaunt, dass das gar nicht anders ist wie bei uns. Man erwartet etwas oder man hat auch bestimmte Vorstellungen, die nicht immer gerade der Realität entsprechen und nachher ist man eigentlich überrascht, dass alles genauso abläuft, mehr oder weniger wie bei uns. Jednodniowe spotkania to powinny być albo wycieczki, gdzie kiedy... Eintägige Begegnungen sollen entweder ganztägige Ausflüge sein, um gemeinsam etwas zu sehen und gemeinsam den Tag zu verbringen und dabei voneinander etwas zu lernen, oder bei den weit voneinander entfernten Schulen sollen das mehrtägige Begegnungen sein. Lieber Geld sparen und zwei- oder dreitägige Begegnungen durchführen, vielleicht sogar eine Wochenbegegnung im Sommer oder im Winter, weil sich das mehr bewährt. Oddalonych powinny być to po prostu jednak spotkania wielodniowe, zaoszczędzić te pieniądze i zrobić jednak dwu-, trzydniowe wyjazdy, nawet pokusić się o tygodniowe latem czy tygodniowe zimą, bo to zdaje dużo, dużo większy egzamin.
Ja myślę, że ten projekt nasz przygraniczny spotkanie to już jest naprawdę duży. Ich denke, unser Projekt Spotkanie ist wirklich eine große Unterstützung für die Arbeit in der Schule. Vieles davon, was wir zusammen mit Angela durchführen, gehört zu den allgemeinen Schulaktivitäten. Abgesehen von den Begegnungen, die wir in kleinen Orten in Dörfern durchführen. Sie sind wirklich ein Ereignis für alle Mitbewohner. Alle sind dabei engagiert. Lehrer, Eltern, Kinder und die ganze Umgebung. Die Begegnungen werden auch immer von den Dorfbehörden unterstützt, wenn man Hilfe braucht. Wydarzenie dla takiej małej społeczności. Wszyscy się angażują, i nauczyciele, i rodzice, i dzieci, i środowisko. Także wspierane jest również przez władze miasta. Gdy trzeba coś pomóc, to zawsze władze miasta pomagają. Biologii. Ich denke aber, es ist auch wichtig, dass man mehrtägige Fahrten macht und auch eintägige Fahrten. Bei den mehrtägigen Fahrten können sich die Kinder besser kennenlernen. Man kann richtig schöne Sprachspiele durchführen, sodass auch die Sprache gefördert wird. Aber auf der anderen Seite, denke ich, ist es wichtig, dass man in den eintägigen Fahrten den Kindern einmal die Schönheit von Polen und die Schönheit von Deutschland zeigt. Dass sie auch das mal sehen, dass da die Vorurteile auch weggenommen werden. In Polen ist der Bus sowieso kaputt, damit fahren wir nicht. Und in Polen sind die Betten kaputt, wenn wir uns nur rauflegen. Und ich glaube, solche Vorurteile gibt es so gut wie nicht mehr, denn man merkt, dass immer mehr deutsche Kinder mit nach Polen kommen. 1996, also es wurde zum ersten Mal bei uns an der Schule vorgestellt, das Projekt von dem älteren Herrn, der damals damit gefilmt hat und es auch mit rausgebracht hat und so. Und da habe ich mir halt gedacht, na, das wirst du mal machen. Das könnte vielleicht nicht schlecht sein und so. Und seitdem bin ich dann immer hingegangen und es hat mir Spaß gemacht, so mit diesen Liedern, mit diesem Djindorbo und auf diese spielische Art da zu lernen. Und die erste Begegnung dann halt, die war auch im Warhof, die hat mir dann besonders gut halt gefallen. Und da habe ich gesagt, ich möchte immer hin. So lerne ich das am besten. Ich kann zwar nicht sprechen, aber irgendwie muss man sich ja verständigen und dann gibt es halt Mittel mit Büchern und sonst was. Początek współpracy to zaczęło rzeczywiście się od samego projektu spotkania HSB. Es hat alles mit dem Projekt Spotkanie heißt Begegnung angefangen. Wir wurden von der deutschen Seite, hauptsächlich von Dorothea Nöth, gebeten, dieses Projekt, das eben angefangen hat, auf polnischer Seite zu unterstützen. Am Anfang ging es darum, die Mittel für die Durchführung des Projekts in Polen einzuwerben. I początkowo prośba dotyczyła głównie możliwości pozyskiwania środków finansowych na finansowanie działalności po stronie polskiej. Na erstmal ist ja die Grundidee nicht schlecht. Dieses gegenseitige Kennenlernen durch Begegnung. Dann ist die Zusammenarbeit zwischen den deutschen und polnischen Kollegen fantastisch. Das zumindest in meinem Bereich mit meiner Lieblingskollegin Małgorzata, das klappt sehr gut. Und ich denke mal, in den anderen Partnergruppen wird es genauso sein. Das merkt man ja auch dann bei den Treffen. Man stellt fest, dass das Projekt nach und nach immer mehr auch das ist, was es sein soll, weil Kinder sich wirklich auch mal Deutsch und Polnisch unterhalten. Es ist nicht nur ein Projekt auf dem Papier. Es entstehen Kinderfreundschaften, was sehr schön ist, wo Kinder mal fragen, kommt die und die? Oh schön, die nehme ich mit nach Hause. Also was will man mehr, als wenn da irgendwo der Wille da ist, den anderen kennenzulernen, die andere Kultur kennenzulernen. Jeszcze prawdopodobnie w dorosłych tkwią pewne uprzedzenia, które... Bei den Erwachsenen gibt es noch gewisse Vorurteile, denen wir versuchen entgegenzuwirken, indem wir den Eltern die Arbeit in der AG zeigen. Meiner Meinung nach ist es wichtig, dass die Eltern den Einblick in unsere AG-Arbeit haben. Aha, mein Kind war hier und hat das und das gesehen, das und das gelernt. Denn es gibt während einer Begegnung immer einen Sprachunterricht. Das ist die Grundlage einer Begegnung. Es kommen neue Begriffe hinzu und sie werden so gut aufgenommen, dass sie noch mehrere Monate danach im Kopf bleiben. Wyjeżdżamy na spotkanie i nie mamy tam zajęć językowych. Zawsze jest to podstaw, a żeby były nowe słowa i one są tak doskonale przyswojone, że po długich miesiącach jeszcze sobie dokładnie pamiętają, co oznacza. Schneemann und Winka. Podczas spotkań wielodniowych dzieci mają możliwość, większą możliwość. Bei den mehrtägigen Begegnungen haben die Kinder die Möglichkeit zu üben, was sie gelernt haben.
Ich bin der Meinung, dass der Umgang mit der Person, die eine andere Sprache spricht, viel mehr bringt als normaler Sprachunterricht. Die Kinder können alles gleich ausprobieren. Moim zdaniem bardziej korzystna niż taka niż nauka języka. To znaczy one na żywo mogły sprawdzić się. Sie kommen sehr oft zu mir und fragen, was das auf Deutsch heißt. Zum Beispiel, schläfst du mit mir in einem Zimmer? Oder kannst du Karten spielen? Kannst du mir eine Kassette oder deinen Discman ausborgen? Die einfachen Fragen, wie heißt du? Wie alt bist du? Wo wohnst du? Können sie allein stellen. Wir haben auch viel Spaß dabei, denn viele von den Fragen haben einen persönlichen Charakter. Gefällt dir Anja? Bist du verliebt? Und wir müssen das alles übersetzen. Mamy z tego wiele, również my, nauczyciele, radości, bo niejednokrotnie te pytania mają charakter bardzo osobisty, na przykład czy podoba ci się Ania, albo czy się zakochałeś i my to musimy tłumaczyć. Wir haben also versucht, über die Länder zu erzählen, also sie hatten viele Fragen am Anfang über Deutschland und wir über Polen. Wir haben es dann versucht, mit allen Mitteln so malen, sprechen, Deutsch, Englisch zu versuchen, da rüberzubringen. Wir haben gefragt, wegen der Religion, will die ganz Kleinen mit Jesus kreuzen und betend am Bett und wurde halt gesagt, dass wir auch nicht stören dürfen. Ja, und dann haben wir gesagt, wie es bei unseren Religionen ist. Also wir haben so versucht, das Kulturelle und das Spielerische zu verbinden. Zu den Aufgaben der wissenschaftlichen Begleitung des Projektes zählt auch die Lehrerfortbildung, denn die Lehrer, die an dem Projekt beteiligt sind, sind in der Regel Grundschullehrkräfte, die allerdings vor Beginn des Projektes keinerlei Erfahrung hatten in der Fremdsprachendidaktik, denn es ist etwas gänzlich Neues für sie, ihre eigene Sprache als Fremdsprache im Nachbarland für Kinder ab der dritten Klasse zu unterrichten. Oczywiście później współpraca się rozwinęła o wiele szerzej. Später hat sich unsere Zusammenarbeit weiterentwickelt und bezog sich nicht nur auf das Projekt, das wir schon in das achte Jahr durchführen, sondern auch auf die Methodik und Bildungstreffen für die Lehrer. Rozszerzyła się na spotkania metodyczno-szkoleniowe dla nauczycieli. Es haben sich hier Leute gefunden, die wirklich für das Projekt einstehen und mit ganzer Kraft und ganzer Seele auch dahinter stehen und ihr Bestmögliches geben und es umsetzen. Und ohne gute Leute funktioniert nichts. Also insofern große Erfolge, wenn man den Anfang vergleicht, aber der dramatische Durchbruch ist noch nicht passiert, noch nicht so wie in dem deutsch-niederländischen Grenzgebiet, das Niederländisch doch in vielen Schulen schon selbstverständlich ist. Das ist nicht passiert, sondern es beschränkt sich auf die ursprünglichen deutsch-polnischen Projekte und jetzt allerdings noch zwei bzw. drei neue Pflänzchen. Leider wird das begleitet durch den Schülerschwund und so, dass Garz möglicherweise verloren geht und nachher sind es dann vielleicht ein, zwei mehr. Ich denke, der Durchbruch ist in den letzten Jahren innerhalb des Projekts gelungen, weil das Projekt an den deutschen Schulen sich etabliert hat. Und wir konnten die Teilnehmerzahlen auch konstant halten im Jahr 2003, nachdem Englisch eingeführt wurde, flächendeckend im Land Brandenburg. Die Kinder eine erste Fremdsprache auf dem Stundentableau hatten und trotzdem noch zu ihrer Spotkania AG gegangen sind. Das ist ein enormer Erfolg für die deutsche Seite. Und damit habe ich eigentlich selber kaum gerechnet. Und das ist, denke ich, der beste Ausgangspunkt an dieser Stelle, eine bedarfsgerechte Förderung weiterzuführen und nach der Grundschule weitere Arbeitsgemeinschaften anzubieten für weitergehende Schulen, für Gymnasien, Gesamtschulen in ausgesuchten Orten, wo der Bedarf eben da ist. Das ist unser nächstes Ziel.